Ja, Glückwunsch. Gewonnen gegen einen super starken Gegner, ihr Ex-Club, ihr Ex-Team, die SGE. Ja, hat sich wirklich enorm entwickelt, auch spielerisch. Waren deshalb Robustheit und Körperlichkeit genauso wichtig wie die spielerische Note? Ja, ich finde, dass die SGE es richtig gut gemacht hat. Vor allen Dingen auch die ersten 20 Minuten. Dort haben wir schon das eine oder andere an Problemen gehabt. Danach haben wir das Spiel immer mehr in den Griff bekommen. Wir haben den Ball dann laufen lassen, haben den Gegner laufen lassen und haben dann zwangsläufig auch Chancen kreiert, viele Chancen kreiert und dann auch die Tore. Der Sieg ist völlig verdient und in der Höhe. Wobei ich wirklich Kompliment aussprechen muss an meine ehemaligen Jungs bzw. Adi. Das machen sie toll und ich wünsche ihnen alles Liebe und alles Gute. Wenn Sie gerade schon von Komplimenten reden, die Komplimente könnte man sicherlich auch an Franck Ribéry weitergeben. Ja, jetzt habe ich die SGE gelobt und jetzt werde ich meine Jungs loben. Das haben sie alle fantastisch gemacht nach 20 Minuten. Und hervorheben müssen wir ganz klar den Franck. So eine Energieleistung in dem Alter, vorweggehen, auf dem Platz, neben dem Platz, dann zwei Tore schießen. Das freut mich und es ist schön, dass wir ihn bei uns in unserer Mannschaft haben. Fünfter Sieg im fünften Spiel in der Bundesliga nacheinander. Die Bayern sind wieder voll da, aber der BVB auch. Ist der Glaube zurück nach dieser Woche an die Meisterschaft? Ja, natürlich. Wir wollten bis zu Weihnachten verkürzen. Das haben wir getan. Wir sind von 9 auf 6 runtergekommen. Wir werden ja noch einmal daheim spielen. Davon gehen wir aus, dass wir das Spiel gewinnen können. Dann wären es 3 und wir müssen noch ein bisschen hoffen, dass der BVB... Aber jetzt gibt es erstmal eine Pause. Da kann viel passieren. Da verändert sich das eine oder andere und dann geht's in die Vorbereitung. Aber wenn ich das nochmal aufnehmen darf, bekommen die Dortmunder 2019 noch einmal die volle Bayern-Attacke zu spüren? Ja, natürlich. Man hat es ja heute gesehen, beziehungsweise Sie haben es ja gesagt, die letzten Wochen waren außerordentlich gut, das, was die Mannschaft geleistet hat. Nicht nur jetzt in der Liga, sondern auch in der Champions League. Das war der FC Bayern, wie wir ihn kennen. Das war das, wovon wir alle ja geträumt und erwartet haben. Haben wir die Sachen. Mittendrin war es eine kleine Delle. Ja, da sind wir raus. Am Anfang war es gut, am Ende war es gut. Und jetzt ruhen wir uns aus, damit wir wieder gut starten. Jetzt sind Sie ein halbes Jahr bei den Bayern. Sie haben in dem halben Jahr wahrscheinlich mehr erlebt als andere Trainer in der ganzen Karriere. Wie würden so die letzten 6 Monate im Fazit, wie würden Sie das so zusammenfassen? Es gab viele Steuerfeuer, es gab Unruhe, Probleme und jetzt auch in den letzten Wochen wieder Erfolg. Ja, das ist so, wenn man beim FC Bayern München ist, muss man Erfolg haben. Ja, du hast das schönste Leben, das sagen sie immer wieder, auch mir und den Vorgängern, wenn du gewinnst. Wenn du nicht gewinnst, dann gibt es Probleme. Ich finde, vielleicht zum Teil ein bisschen zu viel wurde erzählt und geschrieben. Das heißt zu viel Gegenwind? Ja, man kann ja Gegenwind haben, aber es muss alles sachlich und alles oberhalb der Gürtellinie bleiben. Wenn das so ist, dann gibt es überhaupt keine Probleme mit Kritik. Wenn das nicht so ist, dann muss man sich trotzdem die Frage stellen, wollen wir das oder müssen wir uns untereinander unter Menschen dann doch irgendwo anders benehmen? Jetzt haben Sie wunderbare Wochen hinter sich, Aufholjagd gestartet. Und jetzt müssen wir eine Szene noch rausholen heute. Sie haben viel Stehvermögen in dieser Zeit gezeigt, aber heute... Was war da los in dieser Sekunde? Meine Stollen waren nicht lang genug. Also ich hätte dort sicherlich längere Stollen draufziehen müssen. Also Sie vermuten nicht, dass Ihre Ex-Kollegen da Schmierseife draufgeschmiert haben auf dem Boden? Nein, nein, nein. Also der Teppich, der war vollgesaugt mit Wasser und dann war es dann doch ein bisschen zu rutschig. Das war wie Eis. Es war ein ereignisreiches Jahr für Sie. Pokalsieg und bei den Bayern gestartet mit Höhen und Tiefen. Wie urlaubsreif sind Sie denn? Sehr. Also das reicht jetzt. Jetzt werden wir 2 Wochen im Kreise der Familie Weihnachten feiern bzw. Neujahr feiern und dann geht's wieder von vorne los. Angenehmes Fest. Alles Gute Ihnen auch so.